Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten. Und heute geht es von Eppelheim. Ja, schließlich nach Ketsch. Ui, das ist eindrucksvoll, richtig. Als kleine Orientierung, wir bewegen uns heute im Bundesland Baden-Württemberg, was es in dieser Form jetzt seit 1952 gibt, hier grün markiert, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Genauer gesagt, innerhalb Baden-Württembergs bewegen wir uns im Kreise Rhein-Neckar, hier rot markiert, altem Kurpfälzer Gebiet. Hier wie anderswo, da ist es doch so. Seht, was ist das denn? Eine alte Kirche, modernisiert. Wie alt ist sie und was ist passiert? Wir sehen uns um. Wir sehen Römisches, also rund 2000 Jahre alt. Was war hier die Ursache? Oder? Wir finden etwas aus der Romanik, 12. Jahrhundert. Yeah. Genau so etwas zu sehen und zu suchen, da sind wir unterwegs. Was ist passiert? Was sind die Hintergründe? Was steht noch davon? Und unser erstes Ziel heute in einer kleinen Kreiskarte markiert Eppelheim, hier rot, zwischen Heidelberg und Schwetzingen, altes Kurpfälzer Gebiet. Das sieht jetzt aber ein wenig, es ist ein wenig modern, nicht? Es kam vom Kloster Lorsch ans Bistum Speyer. Hier seht das Wappen. Der Bischof von Speyer noch heute allgegenwärtig, doch im Mai 1462 vor der Schlacht von Seckenheim, da war der Ort verbrannt worden, neben Dutzenden bis Hunderten von anderen. Aber es gibt Spolien der früheren Zeiten, die Höfe auf alten Grundrissen erbaut und auch hier Gebäulichkeiten im Abgange durch die Moderne ersetzt. Das ist jetzt hier nicht so alt, eine alte Scheune wohl. Gibt's denn wohl noch etwas Älteres zu sehen? Da hinten ein Bergfried. Nicht ganz, ein Wasserturm ist's. Saget, gute Frau und edler Herr, was ist mit dem Wasserturme? Das ist seit 1907, nicht? Aber ganz praktisch gewesen. Bis 1983 war er in Betrieb. 46,7 Meter hoch. Ein Wahrzeichen des Ortes und tat seinen Dienst wohl. Ja. Und gleich in der Nachbarschaft finden wir, wenn wir den Blick schwenken, eine Kirche. Es ist die Kirche, die von einer Kirchhofmauer noch teils umgeben ist, die Pauluskirche. 1812 neu gebaut, auf alter Grundlage. Also spätbarock so. Ja, doch der Kirchturm, der stammt aus dem 15. Jahrhundert, der Zeit der Gotik. Seht hier den Eingang. Und hier sind Verzierungen, die Steinmetze eingelassen haben. Das ist gotische Machart. Da kann man so das Jahrhundert bestimmen. Der Ort als solches, wie gesagt, einige alte Artefakte hier ein. Wagen, wie er früher zu, Hunderten verwendet wurde. Oder wir haben hier auch Maurer. Ganz einfach der Beruf. Damals wie heute sehr gefragt. Die Gebäulichkeiten zeigen kleine Häuschen. Sehr unterschiedlich, sehr schön erhalten, auch die Farbigkeit. Sehr kleine Häuschen, das lebten viel einfacher, Leute hier, in Leibeigenschaft und Fron. Doch von der Architektur her herrlich im Detail erhalten. Ja, Eppelheim mit großer Geschichte, die Schlacht von Seckenheim, ganz in der Nähe. Doch jetzt geht's weiter nach Plankstadt, hier. Auch nicht weit entfernt, ganz in der Nähe von Schwetzingen. Da hatten ja die Kurfürsten ihre Sommerresidenz. Doch, schaut, hier scheint's auch erstmal ein wenig, beschaulich. Die Herren von Hanschusheim hatten ab dem 13. Jahrhundert hier Besitz, unter der Oberhoheit der Kurfürsten natürlich. Die Hofanlagen wohl, hier stand der Jesuitenhof. Einst den Herrn von Hanschusheim gehörig, dann kamen die Jesuiten im 18. Jahrhundert. Der Ort wurde auch im Mai 1462 vor der Schlacht von Seckenheim zerstört. Was war denn das jetzt mit dieser Schlacht von Seckenheim? Haben die hier viel platt gemacht? Ja,
Am 30. Juni 1462, da gebot der Pfalzgraf Friedrich I. Einhalt gegen den Markgrafen von Baden. Der Hintergrund, die Mainzer Stiftsfehde. Der Stuhl des Erzbischofs war vakant geworden, des Erzbischofs von Mainz, mächtig. Und da bewarben sich gleich zwei, mit entsprechendem Familienstand, Adlige natürlich. Und Parteigänger gab's, Markgraf von Baden, die Landgrafen von Hessen, die hatten sich gerade gespalten, zwei Brüder kämpften gegeneinander. Der Graf von Württemberg und natürlich auch die Grafen von Leiningen, sowie Kurfürst Friedrich I. Man zog Wochen und Monate umher, terrorisierte und verbrannte. Das ist so eine Art Stellvertreterkrieg gewesen, nicht? Ja, was war da jetzt genau? Da schaut mal rein. Serie 5, die Mainzer Stiftsfehde. Da berichten wir über die Gräuel, die es gab, im Namen der Kirche, darf man sagen. Doch, man war weltlich orientiert, das muss auch dazu gesagt werden. Besitz und Macht. Tod, sehr viel Tod und Feuer. Ja, und in der Schlacht von Seckenheim, da schenkte Kurfürst Friedrich I. dem Markgrafen von Baden und dem Grafen von Württemberg, die brennend und mordend durch die Kurpfalz zogen, um Mainz zur Hilfe zu kommen, ordentlich ein. Er gewann mit rund 5000 Reitern gegen eine Übermacht, setzte hunderte Adlige fest, unter anderem die Markgrafen und Grafen. Und er vergrößerte die Kurpfalz. Schaut, so sah es vorher aus an der nördlichen Bergstraße. Der Goldene Löwe, der Kurfürst und der Erzbischof von Mainz. Und der musste sich jetzt erkenntlich zeigen für die Dienste. Und hinterher sah es dann so aus. Die Kurpfalz obsiegt und der Mainzer Erzbischof, ja, er zeigte sich sehr erkenntlich. Doch wie gewonnen, so ein paar Jahrzehnte später, wieder zerronnen. Doch das ist eine andere Geschichte. Seht hier, 1598, 1798, eine Spolie. Stein eines Vorgängergebäudes, gefunden und eingemauert. Also es gab hier schon alte Sachen und hier haben wir diesen Jesuitenhof, der auf die Herren von Hanschusheim zurückgeht. Die Jesuiten kamen im 18. Jahrhundert. Man gedenkt dem alten Ortszentrum, das ab 1973 modernisiert wurde. Dabei wurde auch der Jesuitenhof gründlichst abgerissen. Und nur ein paar kleine Spolien sind erhalten geblieben. Es war umfänglich, das ganze Gebiet. Mehrere Gebäude von einer eigenen Mauer eingefriedet. Ja, nicht schlecht. Immerhin, die Erinnerung, wenn auch in Bruchstücken, die Moderne obsiegt. Doch, wie man so sieht, über den Dächern ein Kirchturm. Der ist modern, wenn ich so sagen darf. Ja, ist er auch. Die evangelische Kirche. Ursprünglich 1256 erwähnt, im 15. Jahrhundert erneuert und schließlich 1753 völlig neu erbaut. Nicht mal der alte Kirchturm blieb stehen, so kann's auch gehen. Also hier nur die Erinnerung. Ja, auch hier seht kleine Häuschen, das moderne Ortszentrum, das wir bereits erwähnten. Und hier das Rathaus, ein neueres. Mit dem Wappen des Ortes. Hier sehen wir das. Ja, es ist halt so eine Sache, was will man erhalten? Es kostet natürlich auch Geld, muss man auch sagen. Doch seht hier, neben schönem Fachwerk, eine Kirche, die sich mehr als sehen lassen kann. Die katholische Kirche, 1899 neu erbaut. Woher weiß man das? Kommen wir gleich dazu. Seht hier, aus Backstein. Sehr herrlich gemacht, im neoromanischen Stil, also das 12. Jahrhundert, imitierend und hier 1899 der Grundstein. Ordentlich dokumentiert, hat man früher immer gemacht, macht man teils auch heute noch. Doch die Kirche, sie ist prachtvoll ausgeführt, monumental, mit einem Westturm, rundbogig, auf Kapitellen. Beste neoromanische Bauweise. Bewusst, man sieht, es ist neu, aber in altem Baustil. Und das kann sich sehr sehen lassen. Ja, auch der Turm im Obergeschoss, im Glockenteil. Biforien, unterteilte Fenster, alles gehörte
Wir sind jetzt wieder, nein, nein, noch ein Wasserturm. Und ehemalig schöne Hauseingänge, Farbigkeit noch vorhanden. Ja, diese Wassertürme, die kamen so um 1900 herum auf. Die Bevölkerung stieg, die Wasserversorgung. Doch seht, die alte Apotheke. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ja, auch heute noch. Liebevolle Details. Der Wasserturm war solches. 46 Meter hoch. Ja. 250.000 Liter fasste er. Mhm. Und war bis vor kurzem auch in Betrieb. Ja. Immerhin, die Fallhöhe des Wassers 36 Meter. Der erinnert mich jetzt aber an einen Maschikuli-Turm. Es war kein Kampfturm. Ja doch, aber schau mal. Das sind Maschikuli. Nein, doch, schau nur. Requisite, einen Maschikuli-Turm. Hier, das ist jetzt aber ein Kampfturm. Maschikuli sind aber diese senkrechten Wurfschlitze zur Nahverteidigung. Daher der Name. Und wir sind jetzt wo? Wir sind in Würzburg auf der Festung Marienberg. Und das ist der Maschikuli-Turm. Ja, nach seiner Maschikulierung für die Nahverteidigung so genannt. Gell? Da sieht man so, naja, bautechnische. Vielleicht war der Architekt des Wasserturms früher ein Festungsbaumeister. Oder er hat viel von Festungen gehört. Doch, unser Wasserturm ist friedlich, dearmiert. Kleine Häuschen umgeben ihn. Auch hier wieder ein unterschiedliches Bild. Bis ins 19. Jahrhundert gehen die Gebäulichkeiten zurück. Überirdisch, die Keller sind älter. Es geht weiter nach Oftersheim, das wir hier in der Karte markiert sehen. Rot. Vielen Dank. Es nimmt uns nicht wunder, dass auch das Bild von Oftersheim ein modernes Gepräge hat. Oftersheim, das wurde 1063 von König Heinrich IV. An Speyer übergeben. Aber schon 1190, so ungefähr, kam es mit Wersau und Hut an den Pfalzgrafen. Das Rathaus, ein modernes Gepräge, die Wittelsbacher Raute, die Pfalzgrafen erinnert und die Schlange des Ortes. 1689 zerstört. Ja. Immerhin, lasst uns mal schauen, was nach dieser Schlacht von Seckenheim war. Nur im 17. bis 18. Jahrhundert, wir kennen ja den Dreißigjährigen Krieg, doch viele weitere folgten und alles zog durchs Rheintal und verwüstete mehr als einmal. Vieles in der Kurpfalz. Oh ja. Man war sich des Lebens nicht mehr sicher und nicht mehr sicher, ob man den nächsten Tag unter dieser Tyrannei noch erlebte. Schließlich kam auch Napoleon und ließ abreißen. Doch das ist eine andere Geschichte. Ja, die Kurpfalz hat viel Tod und viel Leid erlebt. Oh ja. Stellt euch vor, ein Heer von 10.000 Mann und mehr zieht durch, wie Termiten, sich vor Ort ernährend. Brand, Feuer und Teufel. Und nicht nur ein Heer zog durch. Oh nein. Doch wir sind wieder im Hier und Heute und sehen auch hier im Ortsbild kleine und größere Hofanlagen, die in ihrer heutigen Form eben ins späte 18., frühe 19. Jahrhundert auf alter Grundlage zurückgehen. Das muss man sagen. Auf jeden Fall. Es gibt ein schönes Museum, was die Geschichte noch einmal darstellt. Auch hier verschiedene Gebäulichkeiten, ehemalige Scheunen. Und hier die katholische Kirche St. Gillian. Neugotisch, also dem 15. Jahrhundert nachempfunden. 1907 wurde sie gebaut. Doch auch sie sehr schön und sauber ausgeführt. Hier sehen wir es richtig, der Grundstein. Und auch die Glocken, die inzwischen ersetzt wurden, die hat man im Vorfelde aufgestellt. Auch nett. Denn wenig genug ist erhalten geblieben. Die Franzosen waren gründlich. Oh ja. Schließlich, als Abschluss dieser kleinen Reise, da kommen wir nach Ketsch. Da liegt es. Am Rheine. Und Böllenwerth, der Rheininsel, die sich da so innerhalb von ein paar Jahrhunderten aufgebaut hatte, da blicken wir auf Ketsch. Auf die herrliche Kirche, zu der kommen wir gleich. Doch erst schreiten wir über den kleinen Rheinarm,
Eine Holzbrücke, neu verfertigt, doch nach alter Tradition. Seht, so hat man auch früher die Brücken gebaut. Ja, entweder mit steinernen Pfeilern, wenn die Spannweite ein wenig größer war, oder in reiner, freitragender Holzbauweise. Dies ist 1990 erneuert worden. Und hier ist Johannes von Nepomuk, 1340 bis 93. 1929 wurde er heilig gesprochen. Für die Brücken und mehrere Sachen steht er nun. Doch nun wenden wir den Blick auf die herrliche Kirche. Natürlich, man mag's meinen, das Umfeld von Gasthöfen, Handelsstraßen führten durch. Auch diese Kirche ist nicht alt. St. Sebastian 1904 von Johannes Schroth erbaut. Doch auch hier, neoromanisch, dem 12. Jahrhundert nachempfunden. Und die Pracht und die Details. Oh, seht, ja, Figuren, Tympanon, Details, halbkugelige Verzierungen. Es ist wirklich eine prachtvolle neoromanische Kirche. Auch die Seiteneingänge, Zackenmuster. Wirklich ein Abbild einer alten, echten romanischen Kirche. Und sowas macht Freude, wenn man das sieht. Die früheren Kirchen wurden durch verschiedene Kriegseinwirkungen, über die wir schon gesprochen hatten, eben zerstört, waren dann auch, so sie noch teils wieder aufgebaut und geflickt wurden, waren ein wenig baufällig. Doch die Details, man hat sich Mühe gegeben, wiegen das wieder auf. Und auch wenn wir uns den Turm ansehen, mächtig und hoch, wie es einer romanischen Kirche gebricht. Hier, das Glockengeschoss. Doppelt ausgeführt, zwei- und dreifach unterteilte Fenster, ein Rhombendach, krönt in schönem Grün. Ja, das hat was, das kann man so sagen. Doch jetzt, von der Pracht der Kirche und dem Pfarrhause, schauen wir doch nochmal in den Ort. Oh, seht, ein Korbflechter. Saget an, Herr, könnt ihr... Nennt mich nicht Herr, ich bin Knecht in Frohn. Fertige Binsenkörbe. Na, wäre da nicht lieber ein Fass oder sowas besser? Für manche Sachen nicht. Die müsst ihr trocknen wie frisches Obst und die Binsenkörbe sind luftdurchlässig. Ein gutes Geschäft und hier an den Rheinauen habe ich reichlich Material. Ja. Mühsam, nicht sehr einträglich, denn die Abgaben waren hoch. Hier seht das Wappen. Ein Jäger mit Beil? Ja, das ist der Schultheiß Enderle, der von 1558 bis 83 hier lebte. Es ranken sich Sagen um ihn. Seine Tochter, die soll vom Pfalzgrafen Otto Heinrich und seinen Jagdgesellschaften aufgehoben worden sein, und es gab Reibereien, Sagen ranken sich darum. Aber es waren schwere Zeiten, also durchaus ein wahrer Kern. Das Enderle-Lied. Viktor von Scheffel hat auch gedichtet. Ja, ein wahrer Kern. Es war nicht einfach, in Frohn zu leben. Oh nein. Auch hier das Straßenbild. Gebäulichkeiten der kleinen und einfachen Art. Von einigen moderneren Gebäuden abgelöst und unterbrochen. Doch insgesamt kann man sich's vorstellen, unter der Knechtschaft der Herren. Ein Denkmal an einem freien Platze, wo früher auch Gebäulichkeiten standen. Und auch hier, es nimmt nicht Wunder, schaut genau hin, die eine oder andere Spolie eines Vorgängergebäudes. Ja, Speicherscheunen, auch hier aus Holz, als Trockendarren, luftdurchlässig, ganz richtig. Und so alte Tradition und die neoromanische Kirche. Ein letzter Blick, ein letzter Eindruck zum Abschluss dieser Reise. Merket euch also, erhaltet, was erhalten ist und erinnert euch an das Vergangene. Somit hat diese Geschichte ihren Abgang.